Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei ja, LS19 Live 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde. Wir haben Stress. Wir haben richtig Stress. Ich bin nicht fertig geworden da drüben mit dem Ansehen. Ein Mist, ein Verdammter. Und ich müsste noch... Ach, Moment. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Lohnt es sich da gleich den Dünger mitzunehmen? Nee, lohnt sich nicht, oder? Oh Mann. Mache ich es oder mache ich es nicht? Wir müssen jetzt da runter. Könnte ich dann gleich aufs Feld. Ich mache das mal schnell. Ich lade mal ganz schnell den Dünger rum. So, passt auf. Hier einmal das gute Stück dran. Okay. Dann hier einmal zurück. 4000 Liter Kalk haben wir jetzt hier drin. Die einmal hier raus. Stehen da eigentlich ganz gut auf der Seite und dann schmeißen wir hier uns einmal Festdünger rein und fahren direkt runter. So, okay. Zu dem Herrn Blümchen, der braucht ja Hilfe da unten. Okay, das sollte funktionieren. Für Dünger werden wir brauchen unten für die Felder. 2000 reicht. So, brauchen wir nicht schwerer draußen rumfahren, wie wir müssen. Macht ja auch keinen Sinn. Okay, dann fahren wir direkt jetzt runter, helfen den Herrn Blümchen und fahren dann auf die Felder noch schnell düngen. Fahren das andere Feld weiter Sojabohnen anpflanzen. Das ist vielleicht nur eine ganz gute Idee. Ja, fahren dann noch Sojabohnen anpflanzen. Und wenn wir das fertig haben, müssen wir auch noch düngen. Und dann sollte unsere Mischration langsam vom LU kommen. Ich habe mal meine Silostände auch kontrolliert. Da ist noch einiges drin. Und zwar, wir haben noch 100.000 Zwiebeln aktuell. Und wir haben einiges an Häckselgut auch noch. Ich glaube, es waren auch 100.000 oder irgend sowas. Da müssen wir mal schauen, ob wir über den Händler an das Lohnunternehmen vielleicht das Häckselgut verkaufen können. Weil die können das ja auf jeden Fall weiterverarbeiten, beziehungsweise, ja, was da so möglich wäre. Vielleicht können wir da noch ein paar Marken nebenbei machen. Das wäre, denke ich, ganz gescheit. Und vielleicht auch einfach noch ein paar Kühe zu kaufen. Okay. Wenn hier in Tieflage unterwegs ist, ist das kein gutes Zeichen, weil dann fährt er meistens zu mir irgendwelche Sachen abholen. Aber ganz ehrlich, also mich kann nichts mehr schocken, von daher ist alles gut. So, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich muss noch mal ganz kurz überlegen, wo das war. Das war doch jetzt hier, Feld 1. Genau. Oh, was ist hier denn los? Na, huch. Okay. Ups. So, okay. Naja, egal, Hauptsache, ne? Aber wenn man jetzt so viele Dinger hat wie du, da kann man sich sowas auch leisten. Für 100.000, du, leg mir am Arsch. Ey. Hallo. Wie weißt du viel? Hallo, Erika. Ja, also, du hast doch den Regner überall rausgeboxt. Jetzt gehört das Geld doch überall allein. Nee, weiß nur mal, das soll eigentlich ganz anders sein. Meine Herren, sind Sie denn fertig? Ja. Guido, hallo. Moin. Das war hier alles ein bisschen kurzfristig. Wir wollen für unsere, oder für unsere zukünftigen Touristen hier ein paar kleine Figuren aufbauen. Und da hätte ich gern Ihre Hilfe. Ja. Da haben der Herr Dr. Held und ich uns gedacht, ja, da können wir ja vielleicht einen kleinen Wettkampf draus machen. Vielleicht geht es dann ja auch bei Ihnen ein bisschen schneller, wenn Sie wenn Sie was gewinnen können. Und ja, wir wollten halt Man kann was gewinnen? Ja, klar. Oh, schön. Was denn da? Das sagen wir dann. Ach so. Ja, okay. Dann wäre es super.
wenn es was zu gewinnen gibt. Da, ja, toll. Was müssen wir machen? Die in einer Reihe aufbauen oder was? Das erkläre ich Ihnen jetzt. Ah, also, okay. Die haben hier für jeden einen Nanitubu Teleskoplader. Oh, schönes Gerät. Und jeder hat 4 Heuballen da liegen. Ja. Ach du Scheiße. Nee, oder? Dann hätten wir es gerne. Ach nee. Nee. Dass Sie uns diese Figur aufbauen. Wie jetzt? Weil es die hier steht? Ja. Oh nee. Die haben sie doch mit Holz zusammengesteckt. Nö. Wenn man weiß, wie es geht, geht's ganz schnell. Ja, ich sehe es. Hier sind doch hier diese Schaschlikspieße drin. Ja, was? Die sind doch eingeklebt, oder? Geht's los? Ich will ganz außen hin. Da ist nichts dran. Ich möchte Sie nur bitten, fair zu bleiben und in Ihrem Bereich zu bleiben. Ja, was wäre denn der Bereich? Ach, hier. Das hier. Das ach, weißt du, hier in dem Bereich sind wir das machen, oder was? Ja, genau. Ah, okay. Also einfach hier in diesem Viereck quasi diese Figur aufbauen, okay? Ja, genau. Okay, super. Aha, okay. Und am besten wäre es, wenn Sie hier zur Straße zeigen. Ah, perfekt. Also so wie da hier zur Straße zeigen. Okay. Ich hätte die zwei Ballen vielleicht ganz oben drauf gestellt. Herr Blümchen, ich habe da mal noch eine Frage. Ist das egal, ob das ein bisschen schief auf halb acht, aber dennoch übereinander steht? Oder wie bewertet ich glaube, es soll, also ich glaube, es wurde gesagt, es soll so aussehen, wie es hier ist. Genau. Okay, also, dann, ja, ist genau es ja, ja, dann ist es ja relativ einfach zu verstehen. Ja. Ich möchte noch, damit wir hier nicht zu lange rumdoktern, weil Herr Dr. Held und ich, wir sind Profis, wir wissen, wie sowas geht, das geht dann schnell. Sagen Sie es nicht. Wir hätten dann ein Zeitlimit von 10 Minuten, also allerhöchstens. Oh, krass. Ah, okay. Okay. Ich denke, das wird schwer. Ja, gut, na dann. Ja, dann auf geht's, viel Glück euch, ne? Wir gucken uns gleich anfangen oder müssen wir warten noch? Ich werde dann gleich sagen, wann es losgeht. Bitte den Motor alle ausschalten. Wir achten hier sehr auf die Umwelt. Genau. So, alle bereit? Ja. Ja. Dann 3, 2, 1, go. Junge, fahr doch. Das ist übel. Oh! Ups. So. Die Konzentration hört man quasi. Phänomenal. Ja, also der Anfang sieht bei allen schon mal ganz gut aus. Das ist auch nicht schwer bis jetzt, ne? Herr Regner startet dann besonders innovativ. Ah, perfekt, so wollte ich. Was zur Hölle? Das ist Schmuh. Herr Schlossberg? Ja? 2 auf 1? Bitte? 2 auf 1? Ja. Warum? Kann man auch machen. Nein. Beim Herr Ackermann ist schief gegangen, wie man sieht. Ja, so langsam, also... Sieht überall ungefähr gleich aus. Die einen haben Eho ein positives System, die anderen eher ein negatives beim Ballenbauen natürlich. Junge, was ist denn?
Hölle. Das war ja wohl nix. Bei Herr Regner sieht's sehr gut aus. Ja. Also fast. So noch nicht. Ja, das wird so nichts. Ich wollte halt hier Stütze benutzen, Leute, aber... Also ein Turm fertig. Oder so ist bei dem... Ja, der Herr Regner ist fertig. Ich gönn's dir, Guido. Gut also, gemacht. Gut gemacht, Junge. Wow, das war Rekord, oder? Motor ausgeschaltet, sehr vorbildlich natürlich. Dankeschön. Ich merke, die anderen haben nicht nachgedacht, oder? Nee. Könnte man fast so sagen. Also Jungs, wenn ich euch einen Tipp geben darf, darf er das? Nee, die kämpfen ja noch um Platz 2-3, oder? Geh auf deine Seite kämpfen. Und lass uns jetzt machen. Okay, dann gucke ich einfach mal zu. Ja, wäre sehr lieb. Den Tipp geben wir gleich. Hey, Herr, Held. Held. Dr. Held. Das gibt dann High Five, oder? Allerdings. Okay. Prima. Da bin ich jetzt ein bisschen stolz auf mich, wenn ich ehrlich bin. Aber bei Herrn Ackermann, also gerade bei Herrn Meser ist wieder umgefallen. Man hat das Gefühl, manche verstehen es immer noch nicht. Jungs. Nein. Vielleicht denkt ihr nochmal drüber nach an die Herangehensweise. Oh, Guido. Es soll nur ein Tipp sein. Also, ja, ich meine, du kannst nur nach 8 Minuten so probieren. Es wird nicht funktionieren. Ja, ist doch egal. Lass uns doch jetzt machen. Naja, dann gebe ich halt den Herrn Meser noch einen Tipp. Ja, aber gerne. Sonst schauen auch immer alle bei den anderen. Wieso haben sie es diesmal nicht getan? Das gibt's doch nicht. Ja, weil er zu weit hinten war. Ich habe ihn hier von hier gar nicht gesehen. So gut sind meine Augen auch nicht. Ach doch, schon so alt. Ja. Also, ja. Herr Regner, ich bitte Sie. Nee, ich enthalte mich da auch einfach. Ist ja nicht gewünscht. Also ich hätte es angenommen, sag ich mal, ne? Ja. Aber ich würde gerne an alle einen Tipp geben. Es ist nicht immer das Schlauste, von unten nach oben zu arbeiten. Ja, ich hatte auch eigentlich vor, erst den oberen Ballen in die Luft zu hängen. Vielleicht nicht den obersten. Ein bisschen mitdenken, ist noch keiner gestorben. Ja, aber wir wollen sie auch nicht herausfordern, stimmt. Bin ich nicht so gut drin. Also hat den Tipp einer verstanden? Nee. Fand ihn jetzt nicht so schlecht. Also ich kann ja nicht, also wenn ich nicht unten anfangen soll, oben kann ich nicht anfangen, weil es kann ja nicht fliegen. So. Okay, das ist sehr gut kombiniert, muss ich sagen. Dann bleibt ja nur noch eins. Ich fange in der Mitte an, aber die habe ich ja so schon mal hingelegt. Aha. Okay. Ach so, warte mal, ach so. Hä, nee, doch, ach so, warte mal gucken. Aber das wird ja voll das Gefuddel. Aha, Herr Meser, das sieht interessant aus. Ah, ein Filou. Ah, Herr Schlussberg ist schon mal gar nicht schlecht. Herr Ackermann hat es jetzt auch so ungefähr. Ja, jetzt sind wir alle drei auf einem Tempo. Mist, das sind nur drei. Ach, Scheiße. Oh, nee. Der Ackermann passt nur auf, dass er da nicht so auf die Straße kommt. Der Händler ist hier ziemlich viel am Rumrasen. Ja, Entschuldigung. Ja, Herr Schlossberg, das sieht gut aus. Und das hat der Herr Regner direkt erkannt, dass das so funktioniert, oder was? Ja. Anscheinend, wir haben es ihm vorher nicht verraten. Löblich, löblich. Also, dass man die nicht links und rechts da drauf stellt auf einen einzelnen, das war mir von vornherein klar, dass das nicht funktioniert. Weil das kann nur schief gehen. Regner, Achtung. Deswegen habe ich so gedacht, baust die zwei Stück hin, einen drauf und dann stellst du die einfach da oben drauf. Fertig ist. Hat der Herr Ackermann auch versucht. Oh, der Herr Schlussberg, jetzt nicht nervös werden. Oh, das ist aber das Kniffligste. Da habe ich auch geschwitzt, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich wirklich geschwitzt. Herr Schlussberg, ganz langsam. Oh, 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 oh.
Oh, oh, oh. Ja, genau, genau. Eieieiei. Ich hab das Gefühl, da hat einer. Jetzt kommt der Meter, das wird einer die Tasten richtig stark. Oh. Könnte meinen. Regner, bitte aufhören, diese Beeinflussung. Oh, und jetzt auch noch der Ackermann, das wird eine. Oh, Kopf an Kopf! Kopf an Kopf! Fertig! Und Herr Meser steht! Null! Boah! Und. Oh! Jetzt und der Schlossberg! Herr Schlossberg doch! Herr Ackermann! Aber das war gleichzeitig, tatsächlich, ne? Na. Nee, der Herr Ackermann war ein bisschen später. Ja. Hä? Okay, krass. Ja, sie sind die Jury, okay. Ja, vielen Dank für Ihre Hilfe. Krass. Wobei Ackermann auch seitlich steht, ne? Er soll ja genau gerade zur Straße gucken. Ja, aber ja, selbst ist es ein wie der Papst, Junge. Doch, es wurde gesagt. Ja, aber schlechter genau Schützer kann er auch nicht werden. Okay. Ja, so wie der da hinten steht und der steht kerzengerade. Aber vielen Dank für Ihre Hilfe. Es hat ja dann doch irgendwann geklappt. Sieht gut aus, also. Schön. Wir hoffen, diese vier Kunstwerke locken die Besucher an. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber man muss sagen, es war natürlich, also ich finde sehr gut, dass das etwas knifflig war. Ja, doch. Das war, es sind zwar nur vier Ballen, die man übereinander stapeln muss, aber natürlich, so einfach geht's halt nicht. Das ist natürlich clever, ja, dass der obere schon drauf sitzen muss, damit er die daran hindert, auseinander zu kippen. Ja. Das, naja, hat, gut. Das hat quasi der Guido klasse gemacht. Ja. Muss man, ne, warum auch nicht? Ja? Man muss auch Anerkennung zeigen, wenn sie angebracht ist. Nee, ja? Ich habe das Gefühl, das könnten manche nicht. Aber was denn jetzt der Preis? Viel wichtiger. Ja. Ja, der Gewinner kriegt alle Ballen. Und der zweite Gewinner? Alle Teleskoplader. Ja, ich wollte gerade sagen, könnte ich einfach alle Teleskoplader haben? Nee, der zweite kriegt Ruhm und Ehre, genau wie 3 und 4. Ja, gerne. Aber, also Glückwunsch nochmal an den Gewinner. Wirklich. Ja, danke. Gut gemacht. Wirklich, das ist nett von euch. Dankeschön. Und ganz ehrlich sagen. Danke. Gut um die Ecke gedacht. Finde ich klasse, finde ich toll. So. Hast du einen Ballenwagen, Guido? Ja, wie bitte? Brauchst du ihn. Hast du einen Ballenwagen für Rundballen? Das Kuriose ist, ich bild mir ein, ich hatte einen, ich weiß nur nicht mehr, wo er ist. Hey, du hast doch bei mir mit dem immer abgefahren, oder nicht? Ja. Du hast doch einen. Naja, aber er ist weg. Wie ich weg? Naja, ich weiß nicht, wo er ist. Quasi so weg wie die Mehl. Also. Ja, so weg wie die Mehlproduktion, wie die Joghurtproduktion. Also im Grunde alle Produktionen. ja. Also ich muss da mal fragen, ob der irgendwie, ob der ortbar ist oder sowas. Keine Ahnung, ob man den orten kann oder so. Aber Herr Regner, wir würden Ihnen die Ballen vorbeibringen. Oh, das wäre natürlich noch besser. Was ist denn das Heu? Ja. Ah. Gut, wir sind dann ja hier durch, oder? Eine Sache hätte ich noch. Also schon beeilig. Sorry, aber ich wollte nur noch erwähnen, dass das Ergebnis natürlich in die Jahreswertung mit eingeht. Also bringt ja 2, 3 und 4 doch was. Genau, deswegen nicht zu enttäuscht sein. Herr Schlutzberg, Sie haben das auch sehr gut gemacht. Ich bin nicht enttäuscht, alles gut. Ich habe einen Arsch voll Arbeit, ich muss Felder ernten, alles. Ja, das haben wir alle, glaub mal. Gut, ja, dann würde ich Sie auch nicht weiter länger aufhalten. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ebenso, danke schön für das. Vielen Dank. Auch. Hat Spaß gemacht. Ja, gerne, immer wieder gerne. Ja. Ja. Danke. Also, Herr Blümchen, wenn Sie das liefern könnten, das wäre super. Ich würde, wenn das okay wäre, könnten Sie das eventuell direkt zum LU hochliefern in die Mischrationenherstellung. Tja, das kriegen wir hin. Ja. Alle. Okay. Okay, gut, super. Dann danke Ihnen vielmals. Ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ein Teleskop leider wenigstens. Nee, leider, die sind nur geliehen. Ah, ja, okay. So reichen zwar auch nicht. Na gut. Dann danke Ihnen vielmals. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So. Gut, ja, dann, boah, das hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, man musste die rüber einschalten. Moin, Franz. Guido. Warte kurz. Man musste die rüber einschalten. Das fand ich halt echt cool. Also, hat Spaß gemacht, oder, Franz? Ja, auf jeden Fall. Hast du gut gemacht. Warum kann man nicht mehr gerade? Ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe dieses Teil dort gesehen und habe direkt gedacht, das funktioniert nicht. Das wird niemals funktionieren. Den da links und rechts, oder, weißt du? Ja. Naja, pass auf, egal. In diesem Sinne aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus und ja, bis dahin. Tschüss.
Au. Oh.